Heute ist so ein bisschen Zeit zum Träumen. Assassin's Creed Valhalla Multiplayer. Sprechen wir einfach mal darüber, was möglich wäre. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard. Hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also mega gern mit dem Abo mit dabei, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, also ich persönlich würde es ja mega feiern, wenn wir einen Valhalla Multiplayer hätten. Das kommt nicht, ja, also macht euch keine falschen Hoffnungen. Ich möchte einfach nur mal ein bisschen tratschen mit euch, was könnte man denn erleben? Was wäre denn im Rahmen des Möglichen? Und schreibt mir da unbedingt in die Kommentare, was eure Vorstellungen sind. Also ich persönlich würde es extrem fühlen. Einerseits fände ich halt mega cool, einen Multiplayer-Modus, einen Koop-Modus zu den River Raid Updates. Das ist ja das Update, was jetzt im Februar kommen wird, wo wir eben 3 neue Karten kriegen. Wirklich 3 Karten. So hat es Ubisoft gesagt. Nicht nur 3 Bereiche auf der Map. Nein, Karten, so kleine vielleicht dann, wie Vinland oder vielleicht kleiner, denke ich mal. Und dort können wir dann hin mit unserem Schiffchen einmal einen Raid machen und wahrscheinlich ist es dann vorbei. Dann gibt es irgendwie so ein Punktesystem und dann geht's weiter. So stelle ich mir das vor. Aber das im Koop, das wäre doch mal ultra geil. Ich würde es richtig lieben, einfach im Koop über die Map zu jodeln mit einem weiteren Wikinger oder weiteren Wikingern, vielleicht sogar eine ganze Besetzung von echten Menschen, die da Kloster auseinandernehmen. Das fände ich super geil, wenn dann einfach sich das Team aufteilt, einige spielen assassinenmäßig, flankieren vielleicht, die anderen sind frontal rein, mit der Tarnrüstung spielen als Krieger und der Rest im Hintergrund. Das würde ich super, super cool finden, wenn es einfach so einen instanzierten Bereich gäbe, wo man das machen könnte. Das wäre so meine erste Idee, fände ich sehr, sehr, sehr geil. Würde ich extrem celebraten, wie der Engländer zu sagen pflegt. Das wäre meine Idee Nummer 1. Idee Nummer 2, das wäre natürlich der klassische Koop-Modus, wie wir ihn zum Beispiel aus Far Cry 5 kennen. Du spielst eine Mission und lädst einfach deinen Kumpel dazu. Nur du machst den Progress, damit dein Kumpel noch weiter spielen kann. Aber was er so sammelt an Silber, Leder und, das wird dann einfach ihm auch gut geschrieben. Er kann dir das nicht klauen, ja, also wenn ihr im Koop spielt, sondern ihr kriegt das dann beide, damit jeder ein bisschen was davon hat. Und so könnt ihr dann auch in Summe vielleicht auf mehr Fertigkeitspunkte kommen, weil ihr zusammen bei dir alle Fertigkeitspunkte abgrast, alle mythischen Orte und er das bei sich dann macht mit dir. So fände ich das ziemlich cool, wie bei Far Cry 5. Das hat mir gut gefallen und im Nachhinein war es auch echt logisch, dass nur der Host den Fortschritt macht. Viele haben das kritisiert. Ich persönlich finde es echt gut geregelt so, dass du einfach deinen Spielstand hast, der ist fix und der andere das auch. Oder ansonsten halt so ein Mehrspielstandssystem, aber das wird dann halt schnell unübersichtlich. Das würde ich auch mega cool finden, einfach zusammen. 2 Assassinen, du hast 2 Ziele vor dir und dann geht es erstmal synchron ins Attentat mit Kettenattentat. Du machst einfach einen Quad-Kill, das heißt, jeder tötet 2 in Synchronität und das wäre einfach super geil. Ich würde es extrem lieben und da könnte man halt extrem viel draus machen, auch gemeinsame Streams und so, das würde ich echt lieben. Das wäre noch ein Upgrade für Valhalla, was ich mir wünschen würde, was aber ziemlich sicher nicht kommen wird. Dritte Sache, die ich mir vorstelle, ist so ein PvP-Modus. Einfach, ja, wie bei Black Flag oder so, einfach eine Arena, wo man sich eben gegenseitig beschießen kann. Man müsste dann natürlich noch ein bisschen was verändern an den Schadenseskalierungen und da fängt die Schwierigkeit an. Wer den aufgeladenen Jägerschuss einmal trifft, der hat sofort gewonnen mit 2000 Schaden. Wer ein Attentat macht, der hat sofort gewonnen und ja, generell, wer einen Raubtierbogen mit Kopfschuss nutzt, hat einfach sofort gewonnen. Da müsste man ein bisschen dran feilen, dass vielleicht nur leichte Bögen erlaubt sind und Kopfschüsse in der Arena dann nicht kritten. Ein bisschen was daran optimieren und dann wird drauf losgemetzelt. Ja, also aber auch mit Attentaten, die dann ein bisschen überproportional viel Schaden machen, aber der Nahkampf dann auch echt wirklich konkurrenzfähig ist. Das stelle ich mir auch echt cool vor. Community-Turniere und sowas, das würde ich da sehen. Ja, stellt euch einfach vor, wir machen einfach so ein Community-Turnier-Livestream, wo wir miteinander Assassin's Creed spielen und das wäre so geil. Gewinner könnte irgendwas gewinnen und das würde ich einfach, ich würde es lieben. Na? Schade, dass sowas nicht kommen wird. Vielleicht ja in einem der nächsten Assassin's Creed-Teile. Generell fände ich ein Assassin's Creed-Multiplayer-Game, ein Standalone-Game, echt nice. Und das dann auch gerne mit Mikrotransaktionen und kostenlos. Das sei mal dahingestellt. Aber so ein eigenes Assassin's Creed-Standalone, vielleicht auch Richtung MMO oder aber auch mehr Richtung Action-Game, vielleicht sogar ein Assassin's Creed-Battle-Royale-Modus. Das würde ich einfach, ich würde es lieben und ich möchte einfach nur mehr von Assassin's Creed sehen, mehr davon erleben und mehr eintauchen in dieses
dieses Genre, das würde ich echt feiern. Ja. Also das ist eine Sache, die würde ich extrem fühlen. Also ich bin mal gespannt, ob wir da in Zukunft noch was sehen. Ich kann es mir gut vorstellen, denn seien wir mal ehrlich, Ubisofts erfolgreichster Titel ist derzeit Assassin's Creed, mit Abstand erfolgreichster. Far Cry 5 war auch sehr erfolgreich, aber jetzt kommt ja noch Star Wars mit in den Ring. Star Wars hat seinen Hut mit in den Ring geworfen, in die Ubisoft-Titel. Die Aktie ist eskaliert und ja, das spricht natürlich für Ubisoft und für Star Wars, aber auch, was das für einen Einfluss einfach mal hat, dass das vielleicht Ubisofts neueste, erfolgreichste Marke wird. Könnte sein. Das wäre dann nicht die eigene Marke, aber eine Marke, zu der sie Spiele machen. Und das würde zur Folge haben, dass sie dann fast nur noch Star Wars Spiele machen, weil es eben am erfolgreichsten läuft. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da in Zukunft alles sehen werden. Ob wir da was sehen werden an Multiplayer. Einfach mal nur so ein kleines Video, einfach mal ein bisschen rumspinnen, meine Ideen mit euch teilen und schreibt eure Ideen für Multiplayer-Versionen von Assassin's Creed Valhalla oder generell Assassin's Creed unbedingt mal unten in die Kommentare. Ja, weitere Ideen habe ich jetzt tatsächlich spontan erst einmal nicht. Man kann sich alle möglichen Modi vorstellen, aber ich will das Ganze ja auch nicht weiter in die Länge ziehen und einfach nur mal meine Gedanken mit euch teilen, dass das ein sehr cooles Update wäre, ein sehr cooles Upgrade und vor allem auch das Spiel langfristig langlebiger machen könnte. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Till later, your Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren, das wäre nice. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Farknapp und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Farknapp. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.